Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu unserem zweiten Teil im Tierpark Wismar. Wie ihr gleich sehen werdet, kann es durchaus auch sehr lustig zugehen, gerade hier in diesem Streichelgehege. Hat jemand von euch schon mal ein solches Streichelgehege gesehen, wo man erst die Leiter runterklettern muss, bevor man zu den Tieren kommt? Wie schon erwähnt, ist dies der zweite Teil zum Tierpark Wismar. Wenn ihr den ersten noch nicht gesehen haben solltet, dann klickt doch oben rechts aufs Info-i. Ja, lustig war es im Streichelgehege, aber wir waren ja nicht nur hier, um lustige Sachen im Streichelgehege zu erleben, sondern um uns auch die Tiere und die Spielplätze anzuschauen. Und hier sind wir dann schon bei den Waschbären. Auch die Hasen, Kaninchen und Meerschweinchen, die ihr gleich sehen werdet, machen einen wirklich fitten Eindruck. Bevor es aber nun weitergeht mit den restlichen Tieren, dem leckeren Essen im Restaurant und den Spielplätzen, möchten wir euch nochmal zeigen, wie der Weg vom Trampolin bis zum Ausgang für uns weiterging. Und das seht ihr hier auf dieser Karte grün eingezeichnet.
Um uns ein wenig zu stärken, ging es zunächst ins Bistro Knabberstube. Hier gab es für uns Schnitzel mit Pommes, Currywurst mit Pommes und einmal Schnitzel mit Kartoffelsalat. Alles in allem war das sehr, sehr lecker und hat uns gut geschmeckt. Gleich neben der Knabberstube gab es einen Spielplatz, den wir euch hier mal zeigen wollen. Beachtet bitte vor allem die Riesenrutsche. Sollte euch unser Video gefallen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Und wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Auch wenn wir sie nicht gleich entdecken konnten, so waren die Nasenbären dann doch sehr aktiv. Nicht nur die Nasenbären, sondern auch die Mäuse in der Mäusestube waren sehr aktiv. Auch der Strauß schien ein wenig Spaß zu haben.
Ja, und so langsam kamen wir dann auch zum Ausgang. Und hier gab es ja noch das Streichelgehege, welches ich im ersten Teil schon erwähnt hatte. Diesmal gingen wir auch rein und die Jungs und Mädels waren doch sehr eifrig bei der Sache. Sie wissen halt, was gut ist und jeder wollte seinen Teil abhaben. Das Füttern ist mit Kamera und Hüte in der Hand gar nicht so einfach. Ja, ihr Lieben, und jetzt achtet mal auf den Bauzaun, denn eines der Kleinen versucht sich hier in diesem Moment auf und davon zu machen. Achtet auf die Pfeile und den Bauzaun und durch ist es. Wir haben es natürlich nachher bemerkt und es an der Kasse gemeldet. Das Kleine kam dann wieder zurück zu seiner Herde. Ja, ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Ende unseres kleinen Videos. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß dabei und würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche bei unserem nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin zeigen wir euch hier noch ein paar Bilder aus dem Bürgerpark und wollen natürlich auch nicht vergessen, wie jedes Mal am Ende eines unserer Videos zu sagen, bleibt oder werdet gesund.